Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memento Mori mit dem Gecko Climber. Wir haben in der letzten Folge hier, sind wir hier festgesessen und ich habe nicht mehr weitergespielt. Ich muss mir noch überlegen, wie wir hier weiterkommen könnten. Aber da wird uns schon etwas einfallen. Davon gehe ich jetzt mal aus. So, können wir den Metallschrank irgendwie benutzen nochmal? Ich bin jetzt noch ein bisschen, neben der Spur. Im Schrank habe ich schon nachgesehen und im Dunkeln finde ich sowieso nichts. Ich sollte mir besser schnell was einfallen lassen. Ist ja gut. So, die Rückwand des Bücherregals. Da können wir wahrscheinlich nichts schieben. Das haben wir ja schon ausprobiert. Nee, da tut sich nichts. Jemand hat mich hier eingeschlossen. Die Tür bewegt sich nicht und Fenster gibt es hier auch keine. Langsam wird die Luft schon schlecht. Nicht gerade sehr aufbauend. Jetzt mach mal langsam, Mädel. So schnell erstickt man hier drin schon nicht. Das dauert ein paar Stündchen. Scheint, als hätte sie jemand von außen blockiert. Gut. Okay, wir haben ja schon rausgefunden, dass wir die Gaskartusche da reinlegen können. Und wir haben auch nichts dabei, mit dem er die benutzen kann. Okay, gut. So, die legen wir jetzt mal da. Das sollte funktionieren. Aber nur, wenn das Gas nicht allzu explosiv ist. Sonst könnte das äußerst unangenehme Konsequenzen haben. Jetzt müssten wir das Ding nur noch irgendwie loslassen. Die Frage ist nur, wie. So, wenn wir jetzt die Bücherregalwand benutzen, passiert da genau nichts. Jemand hat ja, ich weiß, dass uns einer eingesperrt hat. So. Ja, was haben wir jetzt? Können wir mit der Pinzette da irgendwas tun? Nö. Magazine voller 9mm Kugeln. Ja, ich würde die eigentlich jetzt ganz gerne da eine rausholen. Aber da kann man gar nichts weiter dran sehen. Schade. Haben wir noch was anderes da? Mit der Pinzette können wir wahrscheinlich auch nicht viel anfangen. Das haben wir, glaube ich, auch schon probiert. Das bringt nichts. Ja. Und bei der Maschine war ansonsten ja auch nichts mehr, wenn ich mich noch recht erinnere. Nee, da waren nur jede Menge Tasten und Bedienfelder und Zeugs. Okay, okay, okay. Und dann nur die Abdeckung und da war sonst nichts mehr drin. Juppie, juplata, ratata, was macht man jetzt? So. Gut, da haben wir die olle Maschine, die uns nichts hilft. Keine Ahnung, was drin ist oder was draufsteht. Aber die Zeichen sind selbsterklärend. Das ist eine explosive Mischung. Ja, ist schön. Die müssen wir jetzt nur noch irgendwie loslassen. Mit den Münzen können wir bestimmt nichts tun. Ja, ich würde jetzt ganz gern irgendwie müssen wir jetzt da einen Zünder für bauen. Die Frage ist nur noch, wie. Und da wir die wieder einsacken können. Ich hatte vorhin schon überlegt, ob man vielleicht die irgendwie da oben an dem, dass man die hier irgendwie, das Kabel aus der Wand reißt und das dann als Zünder benutzt. Aber das hat scheinbar alles nicht ganz so geklappt, wie ich was vorgestellt habe. So, jetzt gucken wir uns die nochmal an. Eine Kartusche mit einer explosiven Gasmischung. So etwas Ähnliches verwenden wir bei uns im Labor auch. Mit solchen... Ja, ich weiß. Ich würde mir es nur ganz gerne... Da sieht man aber nichts. Da ist ein bisschen angestaucht, aber das ist irgendwie toll. Können wir die mit der Kneifzange aufmachen? Warum auch? Aber ich konnte die, Magazine voller 9mm... Ich konnte aber die Kugeln hier... Nee, das geht nicht. Mit dem Geld können wir es auch nicht rausholen. Können wir die Kartusche mit dem Magazin? Nee. Wäre ja auch alles zu schön gewesen. So. Magazine voller... Voller 9mm Kugeln, aber das haben wir alles schon gehabt. Nix. Irgendwie. Fehlt hier was, habe ich das Gefühl. Also ich meine, ich hätte eine Menge Ideen, was man damit anstellen könnte, aber... Können wir die vielleicht da hinlegen, dass wir die ganze Zeit schon auf dem Holzweg sind? Nee.
So, was haben wir noch? Ja, wir haben keinen Empfang. Ich habe hier gar keinen Empfang. Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen anders. Aber das bedeutet, unterm Strich, wir müssen eigentlich mit dem zurechtkommen, was wir hier haben. Okay. Was ist eigentlich das hier für ein schwarzer Schmodder da hinten dran? Was ist? Jetzt sag bloß, da liegt noch was drauf, was wir noch nicht gefunden haben. Hinter diesem Schrank ist etwas versteckt. Aha! Ja, da muss man natürlich jetzt erstmal drauf kommen. Jetzt gucken wir mal, da finden wir wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Aha, da ist die andere Hälfte der... Wer hätte das gedacht? Eine Pistole, Kaliber 9 mm. Wovor hast du Angst, Dias? So, so, so. Ja, da wird jetzt doch ein Schuh draus. So, jetzt krallen wir uns die Kartusche, packen die dahin. Und dann machen wir ein bisschen Zielschießübungen. Das sollte funktionieren. So, okay, jetzt wird da ein Schuh draus. So, okay, dann gucken wir uns die Waffe mal kurz an. Eine ungeladene 9mm Pistole. An der Akademie hatte ich die russische Kopie davon. Gar nicht mal schlecht. So, so, so. So, dann schieben wir da doch mal direkt unser Magazin rein. Klick. Geladen und feuerbereit. So, und jetzt gucken... Keine schlechte Idee, aber wer weiß, wie explosiv das Gas wirklich ist. Ich muss irgendwie in Deckung gehen. Wie wär's mit dem Metallschrank? Der müsste doch eine gute... Dieser Metallschrank sieht stabil genug aus. Der könnte mich sicher gegen eine kleinere Explosion schützen. Na, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na denn? Dann wollen wir doch mal, So, jetzt hoffen wir, dass wir gerade bei den Nachbarn unten drunter rauskommen. Das wäre etwas uncool. So denn. Das soll funktionieren. Na, klasse. Das geht jetzt sowas von schief. Naja. Was, wenn das Gas wirklich hochexplosiv ist? Im Film sieht sowas immer aus wie ein Kinderspiel. Wir können hier drin auch verhungern, wenn der es lieber ist. Jetzt muss ich mich aber mal zusammenreißen. Ich habe doch wenigstens mein eigenes kleines Büro bei Interpol, auf das ich mich freuen kann. Und los geht's. So. Und jetzt kommt der spannende Moment, aber das wird schon klappen. Nicht schlecht. Das ist Gas. Oh, Lara. Jetzt schnell weg, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, dass wir das gewesen sein könnten. Oh, den kennen wir doch. Tief durchatmen, Mädel. Und Autonummer aufschreiben. Na, klasse. Toll. So, geht's dir wieder besser? Was hat mir dieser verdammte Ostankovic da bloß eingebrockt? Ein Toter auf dem Gang, eine demolierte Wohnung. Ich hoffe nur, es hat mich niemand bemerkt. Es wäre nicht sehr vorteilhaft, wenn mich jemand mit dieser Katastrophe hier in Verbindung brächte. Die Polizei, die habe ich ja ganz vergessen. Ich sollte so schnell wie möglich zum Flughafen. Okay, zum Glück haben wir den... Was? Je kürzer ich hier rumhänge, desto besser. Da sind einfach zu viele Leute an dem Zeitungsstand. Ich könnte... Ja, ich weiß. Deshalb haben wir ja auch ein Telefon. Jetzt komm. Ja, Max Ostankovic. Taxi Lissabon. Bitte einmal anrufen. Taxi Lisboa. Como posso ajudar? Entschuldigen Sie, sprechen Sie meine Sprache? Sicher. So, gut. Dieses Mal hast du die Büchse der Pandora noch rechtzeitig geschlossen. Dieses Mal. Aber ich rate dir, mit den Spielereien aufzuhören. Das nächste Mal könnte es weitaus schlimmer ausgehen, Lara. Denk an meine Worte. Was will mir das jetzt sagen? Wir werden sehen. Das war auf jeden Fall mal schon sehr ereignisreich. Was haben wir denn jetzt wieder? Ah. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist ein dringender Telefonanruf.
Ja? Wir haben ein Problem, Max. Ein sehr großes Problem sogar. Und ich, Dummerchen, denke die ganze Zeit, wir hätten eigentlich schon genug am Hals. Wo bist du? Was ist passiert? Ich bin auf dem Weg vom Flughafen nach Hause. Ich war in Lissabon und bin dort zu Dias Wohnung gegangen. Moment mal. Willst du damit etwa sagen, dass Aurelio Dias die Büchse der Pandora ist? Darauf wäre ich nie gekommen. Das hättest du mir aber vorher auch mal sagen können. Und außerdem hättest du da gar nicht erst hingehen sollen. Ich habe gehört, der Typ ist nicht ganz richtig im Kopf. Ja. Er war gar nicht da. Aber jemand hat mich überfallen und fast umgebracht. Geht es dir gut? Ob es mir gut geht? Mal sehen. Also ich bin in die Wohnung eines ekelhaften Perverslings eingebrochen. Jemand hat mich dort bewusstlos geschlagen und eingesperrt, damit ich ersticken soll. Und dann haben sie noch einen armen Kerl umgebracht, der dort einfach nur so rumhing. Ach ja, und einen Teil des Hauses habe ich dann auch noch in die Luft gesprengt. Also nein, ich glaube, mir geht es nicht gut. Okay, dann lass es mich mal anders ausdrücken. Bist du verletzt? Nein, bin ich nicht. Aber keine Sorge, ich komme schon wieder in Ordnung. Ich muss mich nur erst wieder beruhigen. Und hast du etwas gefunden? Nicht wirklich. Dias ist nach Schottland geflogen, um dort die Echtheit eines wertvollen Gemäldes zu prüfen. Aber ich weiß genau, wo er sich dort aufhält. Und zwar in der Nähe einer Stadt namens Ladybank. Ladybank? Natürlich, er ist zu Teahan gefahren. Wer ist Teahan? Ein Millionär, der mit gestohlenen Gemälden handelt. Der Mann schreckt vor nichts zurück. Ich habe mal versucht, ihm eine Kopie zu verkaufen und bin nur knapp davongekommen. Halt dich ja von ihm fern. Wie viele Geschichten stehen auf den Seiten alter Bücher geschrieben? Welche Geheimnisse verdecken die edlen Schriftzüge einer seltenen Handschrift? Es ist leicht, sich zwischen den Worten darin zu verlieren und die Zeit an sich vorbeiziehen zu lassen. Was haben wir denn jetzt hier? Zu vergessen, dass es Zeit ist zu gehen. Das ist jetzt aber nicht sehr toll. Max, der Bibliothekar ist zusammengebrochen. Du hast doch bestimmt die Nummer vom Rettungsdienst in deinem Handy. Ruf sofort an. Ich bleibe so lange bei ihm. Das ist jetzt aber... Ich muss jetzt los, aber ich sag's trotzdem lieber nochmal, damit da auch ja kein Missverständnis aufkommt. Vergiss Teahan, okay? So, jetzt erstmal Rettungsdienst. Hallo, ich will Rettungsdienst. So, Ostankovic, Legare, nein. Na, toll. Können wir den? Ich rufe nur in Frankreich an, wenn... So, ja, okay. Ich glaube im Moment... Ja. Ich muss jetzt erstmal hier raus. So, dann ist doch hier Telefonzelle. Lauf schneller, Mann. Da geht's jetzt um jede Sekunde. Wer weiß, was mit dem Bibliothekar passiert ist. Den brauchen wir noch. Geht nicht. Das Telefon ist total kaputt. Ja, gelbe Seiten. Gelbe Seiten. Nichts. Nur Müll. Sieht aus, als sei ein Aufkleber an der Wand dahinter. Na dann weg damit. Was haben wir denn da? Notrufnummern? Genau, die brauche ich. Okay, dann anrufen. Notruf ist 03. Ich wähle sofort. So, dann mach hinne. Soweit so einfach. Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Hier ist gerade ein älterer Herr zusammengebrochen. Sie müssen sofort herkommen. Verstanden. Geben Sie mir die genaue Adresse und wir schicken sofort jemanden. So, mal schauen, was jetzt passiert. Was jetzt, Lara? Hörst du auf Max und lässt die Spur nach Schottland kalt werden? Oder rufst du deinen ehemaligen Chef an und prahlst mit deinem Erfolg in Portugal? So, muss ich das jetzt entscheiden oder macht ihr das selbst? Nein. Ich sehe, du hast deine Entscheidung schon getroffen. Schließlich bleiben deine Fälle niemals ungelöst. Ich sollte Ostankovic zurückrufen. Okay. Damit bleibt uns... Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Ach, das würde ich so nicht sagen. In Lissabon hat jemand versucht, mich umzubringen. Und stattdessen hat er einen armen Spinner erwischt. Und, haben Sie etwas herausgefunden? Hören Sie mir denn überhaupt zu? Das ist kein Witz. Das ist todernst. Machen wir es kurz. Sie wissen also nichts. Es sieht so aus, als sei Dias nach Schottland geflogen, um sich mit einem Mann namens Teahan zu treffen. Dieser Teahan hat wohl vor, eines der gestohlenen Gemälde zu kaufen und will es vorher von Dias auf Echtheit geprüft haben. Hervorragend! Wenn dort wirklich Gemälde aus der Eremitage sind, dann muss ich das wissen. Fliegen Sie sofort dahin! Wie soll ich es ausdrücken, damit Sie mich verstehen? Ich habe keine Lust, mich wegen ein paar Gemälden umbringen zu lassen. War das deutlich? Es ist ja verständlich, dass Sie Angst haben, aber sehen Sie es mal so.
Wenn Sie nicht gehen, mache ich Ihnen das Leben zur Qual und Durand mache ich fertig. Ich wiederhole meine Drohungen ja nur ungern, aber Sie zwingen mich dazu. Ich kann Sie ja verstehen, Lara. Aber ich muss diese Gemälde wieder beschaffen. Und davon bringt mich nichts und niemand ab. Haben Sie das verstanden? Selbst wenn ich dahin wollte, ich kann nicht einfach so meiner Arbeit fernbleiben. Nicht schon wieder. Sie haben nicht wirklich eine Wahl. Irgendwie müssen Sie auf legale Weise dorthin, ohne jemanden dafür den Grund zu nennen. Irgendwie werden Sie das schon hinkriegen. Na, klasse, ey. Jetzt sollen wir uns für den noch was einfallen lassen. Oder müssen wir jetzt noch eine Dienstreise nach, Dingens organisieren? Na, wahrscheinlich. So, na, dann gucken wir mal, dass wir rauskommen. So, dann mal ab nach Interpol. Oder zu Interpol in dem Fall. Ich denke mal, wir brauchen Urlaub. Die müssen wir jetzt nur irgendwie durchkriegen. Und unsere Chefs sind, glaube ich, auch nicht so... Guten Morgen. Das war doch der Durand gerade. Der gute Max. Oder die Stimme von dem zumindest. So, fahr schon wieder zurück. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit ein paar Leuten unterhalten können. Im Büro bitte. Oh, wer ruft denn da an? Das Telefon sprechen wir immer noch mit, auf jeden Fall. Hier ist Svetlova. Hallo, hier ist Muriel. Du bist gerade aus Lissabon zurückgekommen, stimmt's? Hast du schon gehört, was dort passiert ist? Nein, natürlich nicht. Leider ja. Auf dem Flughafen habe ich die Nachrichten gesehen. Lieber Himmel, sei froh, dass du wieder da bist. Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Ich kenne doch dein Glück. Wenn der schiefe Turm von Pisa umfallen würde, dann bestimmt gerade, wenn du direkt unten drunter ein Picknick machst. Bitte fahre am besten nirgendwo mehr hin, ja? Keine Sorge, ich habe nicht die Absicht. Und vielen Dank, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Bis später. Und denk ans Mittagessen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Bis später dann. Na, toll. Na super. Zuerst war es Lissabon und jetzt Ladybank in Schottland. Wie in aller Welt soll ich denn da hinkommen, ohne dass das jemand mitbekommt? Meine Karriere bei Interpol kriegt wirklich noch eine ziemlich merkwürdige Wendung. Ja, da geht's dann wieder los. Jahresbericht? Unsere jährlichen Beurteilungen. Die meisten meiner Leistungen sind aufgeführt unter Ergebnisse enger Zusammenarbeit eines Teams von Spezialisten. Schon interessant. Erfolge sind hier Teamwork, aber Misserfolge werden immer dem Einzelnen angelastet. Tja, so ist es doch überall. So, da sind wieder Steckdosen, die Pinnwand. Warum sollte ich denn etwas von der Pinnwand abnehmen? Haben wir da überhaupt was Interessantes? Ja, das können wir eigentlich runternehmen. Das haben wir ja gemacht. Die haben uns alle schon angeguckt. So, dann schauen wir mal, ob uns noch jemand eine E-Mail oder was geschrieben hat. Das könnte noch interessant werden. Erst mal anders hinsetzen. So, E-Mails. Oh. Scheint, als würde jemand aus unserer Abteilung nach Schottland fliegen. Das könnte unter Umständen hilfreich sein. Ich muss Charlotte eine E-Mail schreiben, um mehr darüber zu erfahren. Dann lesen wir mal geschwind die E-Mail. Im Augenblick, Ah, das ist nicht mehr als das. Okay, im Augenblick haben wir mehrere wichtige Operationen zugleich laufen. Ich liste sie nochmal auf. Zum Ende dieser Woche muss unbedingt der ganze Papierkram zu dem Boston-Fall abgeschlossen sein. Die Berichte der vorliegenden Experten sind bereits seit 2 Wochen fertig, also ist dieses Mal unsere Abteilung allein verantwortlich für die Verzögerung. Oh, das ist immer uncool. Mittwoch um 9 ist die italienische Delegation hier erschienen. Offiziell kommen sie, um uns für die Rückgabe des Lecomte zu danken. Inoffiziell jedoch werden sie versuchen, uns zur Rückgabe des Degas zu bewegen. Seien Sie nett, aber machen Sie diesbezüglich keine Versprechen und sagen Sie so wenig wie möglich zu diesem Thema. Diese Woche wird auch der Transfer zur Modern Art Gallery in Glasgow endlich stattfinden. Die Statuetten werden zuerst per Helikopter zum Flughafen nach Canberra gebracht und von da aus dann mit dem Jet direkt nach Glasgow. Der Helikopter bleibt dann noch 2 weitere Tage in Canberra zur Inspektion. Das klingt ganz nach dem Job, den wir brauchen. So denn, Charlotte Renier, dann holen wir uns die doch mal. Madame Renier, ich bräuchte mehr Informationen zu dem Flug nach Schottland. Wann soll er stattfinden und wer übernimmt ihn? Vielen Dank, Lara Svetlova. Und weg damit. Okay, gut.
Svetlova. Hier ist Jennings von der Technik. Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie Ihren Akku auch gekriegt haben. Ja, habe ich. Wäre schön gewesen, wenn ich den schon vor einem Monat gekriegt hätte. Sicher, sicher. Aber die Hauptsache ist doch, dass wir Ihr Problem gelöst haben, oder? Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wollen Sie da jetzt wirklich noch eine offizielle Beschwerde einreichen? Ja, also wir machen das einfach mal alles... Machen wir mal... Sind wir mal lieb? Dieses Mal nicht. Ich komme da immer durcheinander mit dem lachenden und dem weinenden Gesicht. Oh, nochmal. Ah, ich sollte wohl mal nach meinen E-Mails sehen. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder über die Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und will dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!